mittlerweile 16 Jahren wurde das Harter Plateau gesprengt. Zwei Hochhäuser und knapp 500 Wohnungen. Verantwortlich dafür 800 Kilogramm Sprengstoff und die Firma Hasenöhrl aus St. Pantaleon an der oberösterreichisch-niederösterreichischen Grenze. Für sie eines der Highlights in der 60-jährigen Firmengeschichte. Wir sollten das dazumals mit den konventionellen Baggern abbrechen. Da habe ich die Rückmeldung gekriegt von den Sachverständigen, dass da mindestens zwei Tote sind. Das ist schon statistisch so auf den Baustellen. Und dann haben wir versucht, eine Alternative zu finden. Und dann sind wir auf einen Sprengmeister in Dresden gestoßen. Er hat dann gesagt, ach, diese Hütte reißen wir um. Der Abbruch von alten Gebäuden oder Straßen ist aber nur eine Säule des Familienunternehmens. Denn direkt nach dem Abbruch wird der gesamte Bauschutt wie Beton, Asphalt oder Altholz gesammelt, auf Deponien gelagert, sortiert und dann wiederverwertet. Das ist der Hasenöhrl-Kreislauf. Wir können bei unserer Asphaltmischung 30-40% Ausbauasphalt dazugeben. Das heißt, wir sparen dann natürlich Ressourcen, da wir die bereits eingebauten Asphaltrecyclingmaterialien aufbereiten und halt bei unserer Mischanlage wiederverwenden. Wir übernehmen im Jahr ca. 25.000 Tonnen Altholz. Zum Recycling davon werden 90% wirklich wieder recycelt in der Spanplattenindustrie. 10% müssen wir thermisch entsorgen, sprich eine Verbrennung zuführen. Da steht natürlich der Umweltgedanke im Vordergrund. Dadurch werden natürlich Ressourcen wie Wasser, Deponievolumen und Kies eingespart und die Umwelt nicht so sehr in Anspruch genommen. Auf dem 46 Hektar großen Firmengelände werden insgesamt 70.000 Tonnen Asphalt pro Jahr hergestellt. Dazu auch noch mit selbst abgebautem Kies 1 Million Tonnen Beton. So viel wie 100 Eiffeltürme. Eine Sorte davon, der sogenannte Ökobeton. Es bleibt sehr viel Ziegelbeton und Asphaltmaterial über. Und den Ziegel und den Beton bearbeiten wir so in unserer Recyclinganlage, dass es als Sand wieder zur Betonerzeugung dazugegeben werden kann. Und damit wird Deponievolumen gespart. Der Beton, der Asphalt oder das ausgehobene Erdreich. Alle recycelten Materialien werden auf den eigenen Baustellen gleich wieder eingesetzt. Egal ob Brücken, Hochhäuser oder im Straßenbau. Möglichst wenig soll verschwendet werden. Um eben Ressourcen zu schonen und dass man einen Kreislauf daraus macht, dass nichts verschwendet wird und für die nächsten Generationen auch sicher noch ein lebenswertes Österreich da ist. Insgesamt sind bei der Firma Hasenöhrl 600 Mitarbeiter beschäftigt. Und die sind mit 170 Lkw und 110 Baumaschinen am eigenen Gelände oder auf Baustellen in ganz Österreich im Einsatz. Sie alle halten den Hasenöhrl-Kreislauf am Laufen.